Ihr Lieben, am 25. und 26. Mai findet hier auf dem Hof der Präsenzkurs Notfallvorsorge statt. Wir haben diesen Kurs schon mal tatsächlich aufgenommen gehabt, haben ihn aber wieder verworfen, weil die Buchungen dazu fehlten. Jetzt merken wir aber so nach und nach, dass anhand der Aufrufzahlen bei YouTube und auch Fragen von euch dieses Thema tatsächlich eins zu sein scheint. Und ich hatte letzte Woche gerade zu diesem Thema mein ganz persönliches Erlebnis der dritten Art. Den Tag vor Halloween sitzt bei mir auf dem Sofa mein bester Freund Markus, linke Hirnhälfte für bestimmte Projekte. Markus und ich kennen uns durch die Feuerwehr so lange, dass wir nicht mehr wissen, wer von uns der schlechte Einfluss ist. Wir haben zusammen so viele persönliche Erlebnisse miteinander erlebt und durchlebt, dass wir sie eigentlich kaum noch zählen können und auch kaum noch zählen wollen. Das sind Ereignisse gewesen, die uns wirklich zusammengeschweißt haben. Es gab immer ein Thema, sowohl hier auf dem Hof mit Kursen als auch auf YouTube. An das ist Markus nicht rangekommen. Und letzten Endes hat er doch immer irgendwo so ein bisschen eine Connection dazu gehabt. Durch Feuerwehr, durch seinen Alltag als Praxisanleiter in der Anästhesie- und Intensivmedizin für Pflegekräfte im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Und dieses Thema, wo er nie so richtig rangekommen ist, war Notfallvorsorge. So, nun sitzt ausgerechnet dieser Mensch, einer dieser Anker in meinem Leben, sitzt bei mir auf dem Sofa, es knackt der Kaminofen lauschig vor sich hin. Und da erzählt er mir, Markus, das, was hier in den letzten Wochen passiert, das macht was mit mir. Und das macht etwas mit mir, was ich nicht geahnt habe. Sagt er, ich glaube, wir müssen das Thema Notfallvorsorge auch in den Kursen wesentlich mehr forcieren. Denn ich glaube, und ich sitze direkt an der Quelle, es haben bei weitem nicht alle auf dem Schirm, was uns tatsächlich passieren kann. Und das ist der Punkt gewesen, bei dem ich hellhörig geworden bin. Markus kommt eigentlich ursprünglich aus Marburg, ist so ein ganz ruhiger Vertreter, ist sehr gefasst, sehr in seinem Hier und Jetzt. Und ausgerechnet, der kommt mit der Ansage um die Ecke, dass wir mehr in Richtung Notfallvorsorge tun sollten. Und das werden wir tun, wenn ihr Bock drauf habt. Worum geht es in diesem Kurs? Es geht um Vorbereitung und zwar mental, als auch sich mal auf den Schirm rufen, was kann mir wirklich passieren? Dass wir Zombie, Apo und Bepokalypse eher vernachlässigen können, sind wir uns hoffentlich einig drüber. Wir werden uns drüber unterhalten, Brandschutz und zwar vorbeugender Brandschutz als auch ein kleines Feuerlöschertraining. Es wird besondere Maßnahmen bzw. es wird lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort geben. Und ihr werdet Tipps und Tricks an die Hand kriegen, wie ihr die Zeit überbrücken könnt, bis der Rettungsdienst oder andere Hilfe bei euch eintrifft. Das, was wir euch zeigen, ist das, was in unserem Bereich über 45 Jahre an Wissen zusammengesammelt ist. Weil das, was ich euch beibringe, das habe ich von meinen Großeltern gelernt. Und meine Großeltern haben beide Weltkriege überlebt. Also muss da irgendwas in der Grundverdrahtung richtig gelaufen sein. Der Kurs ist dafür verantwortlich, die hier an den Tagen anwesenden Personen mit Essen zu versorgen, und zwar ohne Strom. 25. und 26. Mai, wenn ihr Bock drauf habt, alles weitere unten in der Videobeschreibung. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.